Herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo zu Hause. Hallo. Es gibt sie, liebe Zuschauer. Dankeschön. Die Menschen, die großes gesellschaftliches Engagement zeigen, auch im täglichen Einsatz für andere. Und sie machen diese Welt durchaus ein Stückchen besser, auch in Zeiten, in denen wir viel über Egoismus und Selbstverwirklichung reden. Mit gutem Beispiel voran von Nächstenliebe und Menschlichkeit, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich begrüße sehr herzlich Ute Winkler-Stumpf. Hallo im Nachtcafé. Als Sie im Fernsehen sahen, wie viele Kinder in Afrika an der schweren Infektionskrankheit Noma leiden, beschlossen Sie von einem auf den anderen Tag, ich will helfen. Was ganz klein anfing, ist heute eine Hilfsaktion, mit der Sie bereits mehreren 10.000 Kindern ein besseres Leben ermöglicht haben. Wie dieses Engagement Ihr Leben verändert hat, das erzählt uns Ute Winkler-Stumpf. Nochmal herzlich willkommen. Sie, Wolfgang Sell, mussten nicht weit schauen, um großes Leid zu erkennen. Als ein Ehepaar aus Ihrem Dorf bei einem schweren Autounfall ums Leben kam und die 9 Kinder der Familie zu Vollwaisen wurden, zögerten Sie als ehrenamtlicher Bürgermeister keine Sekunde. Sie sammelten Spenden, standen den Kindern zur Seite und kümmerten sich um ein neues Zuhause. Herzlich willkommen, Wolfgang Sell. Sie, Regina Halmich, sind eine der berühmtesten Sportlerinnen Deutschlands. Als ehemalige Boxweltmeisterin sind Sie dankbar, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Davon ein Stück abzugeben, ist für Sie selbstverständlich. Daher setzen Sie sich ehrenamtlich für sozial Schwächere ein. Was hat Sie dabei geprägt und hat man als Prominente eine Vorbildfunktion? Das erfahren wir von Regina Halmich. Herzlich willkommen. Seit Jahrzehnten reisen Sie, Ursula Meißner, in die Kriegs- und Krisengebiete der Welt, um dem Leid der Menschen ein Gesicht zu geben. Mit Ihren Fotos wollen Sie wachrütteln, zum Helfen bewegen und die dortigen Zustände verändern. Dafür setzen Sie immer wieder aufs Neue Ihr Leben aufs Spiel. Herzlich willkommen, Ursula Meißner. Auch Sie, Saskia Jürgens, haben sich selbst in Gefahr gebracht, um zu helfen. Als sie sahen, dass 2 Jugendliche von einer Gruppe von Männern verprügelt und niedergestochen wurden, gingen sie selbstlos dazwischen, während andere Passanten wegschauten. Wie es den Opfern heute geht und wie sie auf ihr Handeln zurückblicken, das erfahren wir von Saskia Jürgens. Herzlich willkommen. Für Menschlichkeit plädieren auch Sie, Christian Adam. Und Menschlichkeit hört nicht beim Menschen auf. Darum engagieren Sie sich unermüdlich als Tierrechtsaktivist, dokumentieren Missstände und befreien Tiere aus schlimmsten Notlagen. Für Sie ist der Kampf für das Tierwohl ein Akt der Nächstenliebe, für den Sie auch Risiken und Strafen in Kauf nehmen. Herzlich willkommen, Christian Adam. Und wir begrüßen den Philosophen Wilhelm Schmidt. Sie sagen, Menschlichkeit beginnt im Kleinen schon damit, nicht gleichgültig gegenüber anderen zu sein. Kann also jeder Nächstenliebe leben? Wie menschlich oder wie egoistisch ist unsere heutige Gesellschaft? Antworten von Professor Dr. Wilhelm Schmidt. Herzlich willkommen. Saskia Jürgens, Sie haben eingegriffen, als 2 Menschen in Lebensgefahr waren. Sie haben dafür auch einen Preis erhalten von der ZDF-Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst. Aber blenden wir uns noch mal in diesen Tag zurück. Es war in diesem Jahr, Ende Februar, es war ein Samstagabend. Was haben Sie an diesem Samstagabend gemacht bis dahin? Ich war eigentlich ganz normal mit Freunden unterwegs gewesen, also wir haben uns abends noch mal so getroffen und ja, das... Und dann wollten Sie wahrscheinlich nach Hause, sind zum Bahnhof. Und wann haben Sie und wodurch am Bahnhof gemerkt, dass da irgendwas schieflaufen kann? Dass da irgendwas passieren kann? Ja, also ich muss ja, wenn ich zum Bahnhof bzw. zu meinem Bus muss, dann muss ich unter einer Unterführung her. Und als ich dann eben dahergelaufen bin, kam eben schon eine Gruppe von
aggressiven Jungs auf mich zu. Kannten Sie die oder? Nee, also ich kannte die wirklich gar nicht. Und was heißt aggressiv? Erzählen Sie mal, wie waren die denn drauf? Wie sahen die aus? Also man hat es halt schon an der Gestik gemerkt, an der Mimik, eben wie sie mit mir gesprochen haben. Die waren halt auch total aufgebracht und haben mich irgendwie gefragt, wo ist der, wo ist der? Und ich wusste ja gar nicht irgendwie, was sie meinen. Ich war total verwirrt, weil ich ja eben von nichts wusste und man hat es halt einfach schon gemerkt, also das war nicht zu übersehen. Und dann sind die weiter und was haben Sie dann gemacht? Ja, ich bin dann hinterher, also es war dann wahrscheinlich so ein Moment von Neugier und ich wollte dann wissen, also wie gesagt, ich konnte eigentlich schon eins und eins zusammenzählen, dachte mir schon, okay, da wird jetzt gleich irgendwas passieren, da wird jetzt gleich eine Schlägerei sein oder sonstiges. Vor allem, weil ja auch ein Golfschläger dabei war. Den habe ich ja vorher dann eben auch schon gesehen, als sie mich angesprochen hatten. Und dann dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt gucken, vielleicht irre ich mich, aber war ja dann im Endeffekt auch nicht der Fall. Also was haben Sie denn dann gesehen, als Sie denen hinterher sind? Ja, also ich bin dann die Treppen hoch, die man eben hoch muss, zu dem Bus steigen. Ja, und dann habe ich schon gesehen, wie eben die Jungs, die mich vorher angesprochen hatten, wie die eben alle so auf so einem Haufen waren. Also wirklich, man hat gesehen, da waren noch zwei andere und die waren alle auf einem Haufen und haben irgendwie auf irgendwas eingedroschen. Und ja, das war eigentlich wie so ein, wirklich so ein Haufen. Also ein Haufen von 10 jungen Leuten, die auf irgendwen drauf sind. Ja. Beschreiben Sie uns das mal, damit wir uns das so vorstellen können. Waren denn noch andere dort? Haben Sie sich umgeschaut oder waren Sie die Einzige? Nee, die Einzige war ich nicht, eben weil da ja halt auch die Busse halten, waren da eben auch einige Menschen, die dann eben auf den Bus scheinbar gewartet haben, wie ich ja eigentlich auch. Also ich wollte ja eben auch den Bus nehmen und ja, es ist dann natürlich anders dann verlaufen. Und dann, was haben die gemacht? Was haben Sie gemacht? Ja, also ich bin sofort, als ich das gesehen habe, bin ich eben sofort dahin gerannt, weil ich auch schon gesehen habe, dass da Blut floss. Also es war eben nicht zu übersehen. Also egal, ob es jetzt, ich meine, die Täter hatten auch Blut an ihren Körperteilen oder Kleidungsstücken. War wahrscheinlich dann das Blut der Opfer. Da habe ich gedacht, nee, also wenn es wirklich schon so weit, ich muss dazwischen. Also das. Und was haben Sie dann konkret gemacht? Also ich bin erstmal dahin gerannt, also habe sofort losgeschrien, habe dann versucht, an den Tätern eben so rumzuzerren und die irgendwie wegzuschubsen und habe dann mit meiner Faust auf deren Rücken geklopft und an Kleidungsstücken eben gezogen, eben so, um die Gruppe sozusagen so ein bisschen voneinander zu lösen. Ich meine, bevor wir hören, wie das weitergehen, Herr Schmid, ich glaube, wir alle überlegen uns, wir sind an der Bushaltestelle, da passiert was, wie würden wir reagieren? Was geht da in uns vor in solchen Momenten? Was spielt sich da ab? Überlegung nicht, das kann man sicher sagen, sondern dann kommt zum Vorschein, was uns als Menschen prägt, vielleicht nicht jeden, aber im Grunde könnte ich jetzt der Betroffene sein. Richtig. Und was würde ich mir wünschen, wenn ich der Betroffene wäre? Ich würde mir wünschen, dass Leute nicht gleichgültig dran vorbeigehen, sondern irgendwas machen. Sie haben das eben so gemacht. Die Polizei rät dazu, in solchen Situationen die Polizei zu rufen. Das dauert allerdings eine gewisse Zeit. Also, aber das ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, Sie alleine, wenn ich mir jetzt die Situation an einem Bahnhof, da müssen doch auch viele Menschen umrum gewesen sein, dass man einfach wegschaut, dass man dich alleine lässt praktisch, dass wie du da auf dem Rücken, du hättest ja auch eine abbekommen können, und nicht nur das, die waren ja bewaffnet, das ist wieder wirklich einfach, da fehlen einem die Worte, dass man so jemanden einfach alleine lässt. Ja, aber mir wäre doch wichtig zu sagen, wollen wir nicht drauf gucken, wie viele gleichgültig sind, sondern wollen wir drauf gucken, dass es eben die paar wenigen gibt oder in dem Fall die oder der Einzelne, der nicht gleichgültig ist, sondern der dazwischen geht. Auf den oder die kommt es an. Wir brauchen nicht die große Masse, die sich engagiert. Wäre schön, aber das kriegen wir nicht. Ja, aber sie hätte auch sterben können. Illusorisch, ja. Aber erstmal gut, dass sie nicht gleichgültig war. Ich glaube, das sollte man mal. Ja, aber genau der Punkt.
Geht in uns denn nicht auch ab, wie groß ist das Risiko? Ich habe Familie zu Hause, ich gehe dahin, vielleicht passiert mir was. Ist das nicht auch ein berechtigter Gedanke? Ja, ich hatte mal selber eine Situation. In einem Park war ich mit meinem halbwüchsigen Jüngsten unterwegs und werde Zeuge, wie vielleicht in 30 Meter Entfernung ein Vater auf sein Kind eindrischt mit dem Spielzeuglastwagen. Aber ernsthaft, nicht einfach nur so ein bisschen. Und dann habe ich rübergebrüllt und dann kam der auf mich zu und steht vor mir. Und ich stehe mit meinem halbwüchsigen Jungen da. Hätte der ein Messer gezogen und mir das reingerannt, wer hätte was davon gehabt? Nicht der kleine Junge, den ich da auf die Weise von seinem Vater abgebracht habe oder umgekehrt. Meinem Jungen hätte ich den Vater genommen auf diese Weise. Mein Kleiner war nicht erfreut über diese Vorgehensweise von mir selber. Hätte ich die Polizei gerufen in dem Moment, die wäre, selbst wenn sie schnell gekommen wäre, wäre sie zu spät gekommen und außerdem wäre Aussage gegen Aussage gestanden. Also ich bin bis heute ratlos, was wäre die richtige Handlung in der Situation? Wie ging's denn? Ja? Aber ich glaube, es ist falsch, dann zu sagen, halt quasi, sie wären schuld gewesen, sondern schuld ist immer die Person, die das halt verursacht. Und das war in dem Moment der Vater, der auf sein Kind eingedroschen hat. Und ich glaube schon, dass das unsere Verantwortung ist, da dann auch dazwischen zu gehen. Und das, was unsere Gesellschaft irgendwie ausmachen sollte, dass wir eben eingreifen, wenn etwas ungerecht ist. Ja. Genau. Wie ging es denn dann bei Ihnen weiter? Sie sind dahin, Sie haben auf die draufgehauen, auf den Rücken oder wie Sie das gerade... Wie ging es denn dann weiter? Wie lange haben Sie das gemacht? Boah, natürlich kam es mir in dem Moment wie eine Ewigkeit vor. Mhm. Die Zeit, also ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich abschätzen. Es waren wenige Minuten wahrscheinlich, auch weniger als 5 Minuten. Aber in so einem Moment, da ist es halt wirklich schon fast eine Ewigkeit. Ja, und dann haben die Täter dann auch letzten Endes dann von den Opfern eben abgelassen und sind ja dann wieder dahergerannt, wo sie eben auch herkamen, also aus der Unterführung. Und wenn sie dann nicht reingegangen wären, was wäre dann mit den Opfern passiert? Was glauben Sie? Also ich glaube halt, dass sie gestorben wären. Also ich habe jetzt vor kurzem noch erfahren, als einer der Opfer eben noch bei uns zu Hause war, also der war mit seinen Eltern da, hat sich noch mal bedankt. Und da habe ich dann erfahren, was ich vorher eben auch nicht wusste, dass sein Freund noch mal reanimiert werden musste im Krankenwagen. Also das war schon ganz wusste eng. Ich, ja, das wusste ich nicht, dass er reanimiert werden musste. Jetzt sind die weggelaufen. Wie ging es denn dann weiter? Also kam dann irgendjemand zu Hilfe von denen, die da rumstanden? Wer hat die Polizei gerufen oder Krankenwagen? Wie lief das? Ja, also von denen, die da standen, ist immer noch niemand gekommen, also auch als sie weg waren. War denn da ein Busfahrer? Ja, richtig, da war ein Busfahrer. Ja, der hat natürlich dann die Türen einfach zugemacht da von seinem Bus und hat sich das alles angeguckt. Also ich verstehe bis heute nicht, warum man den nicht irgendwie ausfindig machen konnte, weil man da ja die Zeiten hat, wann welcher Busfahrer welchen Bus gefahren hat. Und man hat ja dann den Beweis, dieser Mann ist da gewesen. Dieser Mann konnte nicht die Polizei rufen, konnte nicht den Krankenwagen rufen. Und ich finde, das ist doch wohl das Mindeste, oder? Jeder hat doch... Ist es dann... Ja, der schaut sich heute hoffentlich die Sendung an und schämt sich. Ja, das hoffe ich. Ist das einfach dann Tür zu, ich will von nichts wissen? Ja. Oder was? Ja, so ungefähr. Mhm. Also jeder hat doch heutzutage ein Smartphone. Und ich kann es auch verstehen, wenn man in so einer Situation sagt, so nee, ich halte mich davon fern. Aber irgendwie kann man... Anrufen kann man ja doch. Mhm. Damit gefährdet man sich ja nicht selbst. Damit hilft man ja. Deswegen verstehe ich es nicht. Also, konnten Sie denn dann was für die Opfer tun? Die lagen da auf dem Boden, stelle ich mir vor. Ja, und dann? Also wie gesagt, einen hat es ja schlimmer erwischt. Mhm. Der hatte 14 Messerstiche bekommen. Ja, und da hat mir sogar noch sein eigener Freund, der nur 3 Messerstiche, sag ich mal, abbekommen hat, der hat mir sogar noch geholfen, sich um seinen Freund zu kümmern, der da am Boden lag. Ja, und dann habe ich mich schon drum gekümmert, dann habe ich den Krankenwagen gerufen, die Polizei konnte ich nicht mehr rufen, weil ich total am Zittern war, ich war total aufgelöst, ich habe es gar nicht mehr hinbekommen. Da ist dann auch ein Mann gekommen, wo der auf einmal herkam, weiß ich nicht. Also er stand auf einmal da, hat es wohl mitbekommen oder ist erst später irgendwie dazugekommen.
und hat mir dann auch das Telefon aus der Hand gerissen und meinte, komm, ich rufe die Polizei an. Und er hat mir dann in dieser Situation schon mal geholfen, also da war ich schon sehr dankbar. Haben Sie dann irgendwann auch Ihre Eltern verständigt? Ja, dann als die ganze Situation sich, sag ich mal, beruhigt hatte und als dann Rettungskräfte und die Polizisten dann da waren, also da habe ich dann meine Eltern angerufen. Und wie haben die reagiert? Ja, wie haben die reagiert? Ja, meine Mutter habe ich wach gemacht und ich war total am Weinen und habe dann gesagt, Mama, Mama, hier wurden zwei niedergestochen. Und wie meine Mutter dann reagiert hat, das kann man sich ja ungefähr vorstellen. Oh Gott. Also mein Papa war im Halbschlaf, der hat es irgendwie mitbekommen, ist sofort aufgesprungen, hat sich noch auf dem Weg zum Auto irgendwie halb angezogen, irgendwie noch da den Schuh an, da nochmal die Jacke richtig überziehen und ist sofort los. Also die waren auch total geschockt. Und was haben die gesagt nach dem Schock? Haben die gesagt, Mensch, toll, Saskia, dass du das gemacht hast? Oder haben die erstmal gesagt, sag mal, bist du bescheuert, dich so in Gefahr zu begeben? Wie haben die reagiert? Also es war zwiegespalten, muss ich sagen. Also im ersten Moment haben sie natürlich gesagt, sag mal, spinnst du? Weil ist natürlich auch verständlich, ne? Aber dann im Nachhinein meinten die auch, boah, Saskia, du kannst echt richtig stolz auf dich sein. Also es war, wie gesagt, es war im ersten Moment eben schon diese Sorge, aber im Endeffekt waren sie trotzdem ziemlich stolz auf mich. Das ist toll. Das können sie auch wirklich. Weil, finde ich auch toll. Weil die müssen ja auch Angst gehabt haben, eigentlich. Aber ich glaube, dass man impulsiv hilft oder man geht weg. Aber dass es so jemand gibt wie Sie, ist toll. Wirklich toll. Wie war das denn? Sie haben ja dann auch die Opfer im Krankenhaus besucht. Wie waren diese Begegnungen dann? Den Jungen, den es eben weniger erwischt hatte, der konnte sich noch sehr gut an mich erinnern. Der hat sich auch bei mir bedankt und ich war auch ziemlich lange dort. Also wir haben uns noch lange unterhalten. Ich habe ihn auch gefragt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil ich natürlich auch meine Fragen hatte und ich natürlich auch wissen wollte, wie, warum ist das passiert, war es einfach so und und er hat mir das dann halt auch alles so erklärt, dass es halt ganz banale Gründe waren und ja, bei dem anderen war es dann eher so, also dadurch, dass es ihn etwas schwerer erwischt hat, bin ich bei ihm nicht so lange geblieben, weil es ihm dementsprechend auch noch nicht so gut ging und er eben auch, sag ich mal, viele Schmerzmittel bekommen hat und da war das dann eher, sag ich mal, nur so eine kürzere Begegnung. Und wie geht es denn heute? Ist alles wieder okay? Ja, doch. Also ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es physisch beiden besser geht. Also wie es natürlich psychisch mit den beiden aussieht, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich habe mal so nachgefragt. Also eigentlich haben sie keine so nachtragenden Folgen noch irgendwie davon. Und haben die Ihnen auch was geschenkt oder sich noch mal besonders bedankt oder irgendwas? Also wie ich gerade schon erzählt hatte, ist ja ein Junge von den Zweien ist noch zu mir nach Hause, hat sich noch mal bei mir bedankt mit seinen Eltern. Ja, und dann habe ich auch ein ganz süßes Geschenk bekommen. Das ist einmal so eine Kette mit einem Engelsflügel. Schön. Einfach mit der Begründung, dass ich für die beiden ein Schutzengel war und dass das dann eben mein Schutzengel ist sozusagen. Sie wurden... Das, was Sie getan haben, ich habe es schon angedeutet, wurde ja auch gewürdigt. Sie haben den Preis der Redaktion Aktenzeichen XY ungelöst bekommen. Wir schauen mal kurz in die Preisverleihung, unter anderem mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Ja, und in der Begründung der Jury des Aktenzeichen XY-Preises hieß es, Saskia Jürgens hat mit bemerkenswerter Courage und Unerschrockenheit
Zwei jungen Menschen das Leben gerettet, obwohl die Jury die große Gefahr, in die sich Saskia Jürgens mit ihrem Eingreifen selbst gebracht hatte, klar als nicht nachahmenswertes Handeln einstuft, erkennt sie doch das fraglos lebensrettende Eingreifen von Saskia Jürgens Höhe an. Deshalb würdigt die Jury Saskia Jürgens mit dem XY-Preis 2017. Auch von uns nochmal Gratulation. Dankeschön. Und noch eine Frage. Wenn Sie das jetzt hören, das heißt ja ausdrücklich nicht nachahmenswert, würden Sie das denn noch mal so machen? Doch, also ich glaube schon. Also ich denke, das ist einfach so ein kurzer Moment, der einfach zeigt, was ist man für ein Mensch. Wie gerade schon gesagt, läuft man weg, hilft man. Und ich denke, das sucht man sich, glaube ich, gar nicht aus. Also es ist einfach so ein Instinkt in einem, der sagt, ich helfe jetzt oder ich gehe lieber auf Abstand. Sie sind nicht auf Abstand gegangen und selbst wenn das nicht alle so nachmachen sollten, zeigt es doch, Sie waren nicht gleichgültig. Dafür noch mal Respekt von uns allen, Saskia Jürgens. Danke. Man liest andererseits, wir haben die Situation ja schon angesprochen, dass immer wieder auch es zu in U-Bahnen und anderen Situationen zu solchen Situationen kommen und alle schauen weg. Verroht die Gesellschaft oder wäre das übertrieben? Haben die Leute Angst? Da gibt es eine ewige Diskussion darüber. Mhm. Gibt es eine Tendenz zur Verrohung oder gibt es eine Tendenz zur Mitmenschlichkeit? Ich kenne keine Studien. Wie sollten sie auch beschaffen sein? Wir wissen es nicht. Glauben wir mal lieber, dass wir nicht in der Tendenz zur Verrohung sind, weil sonst verlieren wir den Mut. Mir scheint so, dass es doch sehr viele Situationen gibt, in der nicht alle wegschauen. Regina Halmich, Sie setzen auch Ihre Prominenz ein, um etwas für andere zu tun. Sie waren eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen der letzten Jahrzehnte. Sie waren über viele Jahre Weltmeisterin. Ihre Kämpfe haben Millionen gesehen, Ihre Boxkämpfe. Es war eine riesige Aufmerksamkeit da. Aber hatte das irgendwas mit Menschlichkeit und Nächstenliebe zu tun? Also muss man ganz klar sagen, man hört es ja schon alle lachen, ja. Natürlich nicht. Boxen hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Das hört sich brutal an. Ist es auch. Es gibt im Boxen aber Regeln. Und das ist nur ein Teil meiner Persönlichkeit. Ja? Aber bleiben wir ruhig mal bei dem oder bei einem verwandten Teil. Denn in dieser Zeit, da mussten Sie ja auch erfolgreich sein, diszipliniert sein. Ist in dieser Zeit eigentlich so eher das Bewusstsein da, ich bin der Mittelpunkt des Universums? Es geht eigentlich hauptsächlich um mich? Ja, schon. Also auch das muss ich wieder ganz klar mit Ja beantworten. Als Einzelsportler musst du ein Egoist sein. Du schaust nur auf dich. Du musst dich selber gut finden. Du darfst nicht an dir zweifeln. Ansonsten hast du im Ring nichts verloren. Das ist klar. Und da dreht sich wirklich alles um einen selbst. Und das ist der eine Teil. Und deswegen war ich auch so erfolgreich. Ich habe das alles ausgeblendet. Und für mich war klar, ich gehe in den Ring, ich werde gewinnen. Und ich bin die beste Boxerin der Welt im Fliegengewicht. Das war für mich immer ganz klar. Das war sie auch. Nun haut man sich nicht in jedem Beruf auf die Nase, aber trotzdem ist diese Grundeinstellung, ja, sich beweisen zu müssen, Ellbogen zu zeigen, ist das in anderen Berufswelten nicht genauso? Ich hoffe nicht. Aber Ellbogeneinsatz, Konkurrenzkampf ist doch auch im Büro, ist doch auch in anderen Jobs, oder? Also tut mir leid, aber ich kann einen Boxkampf nicht anschauen. Ich glaube, wir müssen mal weggehen von diesem Schubladendenken. Ja? Jetzt denkt man, naja, Boxerin, haut immer drauf, ist hart. Ich zeige ja, dass ich noch viele andere Seiten von mir habe. Nur, weil das mein Beruf ist und ich da einfach eine gewisse Kompromisslosigkeit mitbringen muss, wie in vielen anderen Jobs auch, heißt es nicht, dass ich privat nicht auch anders sein kann. Reden wir doch über Sie und Ihre Familie zum Beispiel. Wir reden ja sehr viel auch über das Ehrenamt, wenn wir über Menschlichkeit und Nächstenliebe reden. Wie präsent war Ehrenamt bei Ihnen in der Familie? Wie engagiert waren Ihre Eltern?
ganz extrem ausgeprägt. Also meine Eltern, das kann ich wirklich sagen, meine Familie, die lebt das Ehrenamt. Mein Vater über 50 Jahre ehrenamtlich beim Malteser Hilfsdienst, früher auch Stadtbeauftragter gewesen. Meine Mutter sehr engagiert, auch in der Kirche. Und die haben das wirklich vorgelebt. Und diese Nächstenliebe war bei uns, dass die Tür 24 Stunden immer geöffnet war für alle. Egal, welcher Nachbar sich jetzt verletzt hatte oder mit irgendwelchen Sorgen. Es ist bis heute so, die Halmichs, die sind immer da. Und das ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt wie bei meinen Eltern, das muss ich dazu sagen. Aber natürlich habe ich mir da schon was abgeguckt. Was haben Sie denn rübergerettet von Ihren Eltern so in Ihr Leben davon? Dass ich rechts und links schaue und beobachte, wie geht's den Menschen um mir rum. Man muss doch mal sagen, ich habe so ein wahnsinniges Glück gehabt in meiner Karriere. Ja, so schwierig meine Anfänge waren als Boxerin in der Männerdomäne. Ich wurde ja wirklich belächelt und ich habe am Anfang null verdient. Im Gegenteil, ich habe noch draufgelegt. Bis Sie Stefan Raab die Nase gebrochen haben, da war es dann ja, durch. Das war natürlich, das war ein schöner Spaß und das hat mich auch mit Sicherheit medial sehr viel berühmter gemacht. Aber ich habe eben so viel Glück gehabt und eine der bestbezahltesten Sportlerinnen, Boxerinnen weltweit, das muss man auch sagen. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist einfach so. Es gibt so viele Boxerkollegen, die nach der Karriere auch Sozialfälle sind. Das glaubt man überhaupt nicht. Und deswegen weiß ich das einfach zu schätzen. Und ich möchte von diesem Glück, das ich eben hatte, möchte ich einfach was abgeben. Und für mich ist es selbstverständlich. Ich habe gemerkt, ich stehe in der Öffentlichkeit. Bei meinem Abschiedskampf waren es über 9 Millionen. Im Schnitt waren es immer um die 6 Millionen. Ich habe gemerkt, ich erreiche Leute. Und ja, meine Güte, wenn ich dieses Sprachrohr bin zu der Jugend oder zu der Öffentlichkeit, dann kann ich es doch nutzen. Wie nutzen Sie es denn? Wie geben Sie es denn ab? Weil Sie sagen, Sie wollen von dem Glück was abgeben. Was machen Sie da? Ganz einfach, es ist nicht schwer, Vorbild sein. Einfach im Handeln und im Tun. Ich weiß, jetzt natürlich nicht mehr so stark wie noch vor vielen Jahren. Aber wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und meine Stimme hat Gewicht, ich bin Vorbild, die Leute orientieren sich an mir. Und wenn ich mich für karitative Zwecke engagiere, wie zum Beispiel für das Kinderhilfswerk oder auch für 4 Pfoten oder Pink Ribbon Brustkrebskampagne, dann mache ich das einfach von Herzen gerne und ich möchte den Leuten zeigen, dass man mit kleinen Dingen viel bewegen kann. Und das wäre einfach schön, wenn jeder so ein kleines Ehrenamt hätte, das würde die Welt dann wirklich viel einfacher und besser machen. Also man muss nicht immer das Große machen, sondern es sind viele kleine Bausteine. Ist das so? Ist es oft die kleine Tat? Der Schlüssel ist natürlich Ihr Elternhaus. Bei so einem friedfertigen und engagierten Elternhaus war natürlich das Kontrastprogramm angesagt. So erklärt sich mir das jetzt. Und das hat alles Recht der Welt. Denn wenn wir auch über Menschlichkeit und Nächstenliebe sprechen, wollen wir nicht vergessen, wir haben 2 Seiten in uns. Wir haben nicht nur 2 Seiten in der Gesellschaft. Die einen sind für Menschlichkeit, die anderen für die Unmenschlichkeit zuständig, für das Weggucken. Sondern wir haben 2 Seiten in uns. Da wollen wir uns auch dazu bekennen. Sie führen diese 2 Seiten vor. Einmal haben Sie den Leuten auf die Nase gehauen und mit der anderen Seite von sich lecken Sie aber Ihre Wunden, sozusagen. Aber auch für die andere Seite braucht man ja auch Ellbogen, um was Gutes durchzusetzen oder sich für etwas zu engagieren, eine Leidenschaft zu entwickeln und zu sagen, das möchte ich jetzt tun, damit es denen besser geht, braucht man zunächst mal Ellbogen, weil sonst erreicht man die anderen ja gar nicht. Es ist mir ganz wichtig, dass wir nicht zu sehr moralisieren. Wir sind für das Gute, ich auch, selbstverständlich, für Menschlichkeit und Nächstenliebe. Aber wir haben eine andere Seite in uns. Und die andere Seite heißt auch bei mir, in einer anderen Situation gucke ich weg. Und dann bin ich der Gleichgültige. Das muss ich nicht anderen vorwerfen, sondern mich mit mir auseinandersetzen. Wann stehe ich dazu mit aller Gefahr und wann gucke ich aber weg? Die Frage ist ja auch,
wie sehr akzeptiert eigentlich die Öffentlichkeit auch beide Seiten? Also wenn Sie heute sich sozial engagieren und richtig was tun, spüren Sie da auch offen ausgesprochen oder auch subtil manchmal so eine Haltung, ach, das macht die doch bestimmt nur wegen ihres Images, damit sie besser dasteht, das ist bestimmt gar nicht so ehrlich gemeint? Kriegen Sie solche Haltungen auch manchmal mit? Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen. Also zumindest hat man mir das jetzt noch nicht öffentlich gesagt. Klar, natürlich gibt es auch viele Prominente oder es gibt auch Anlässe, die dann irgendwo im Fernsehen gezeigt werden, wo man sich präsentiert und man steht dann wieder in der Zeitung. Natürlich, das ist so und... aber man macht es nicht deshalb. Also zumindest kann ich das ganz klar sagen, dass man dafür dann nicht noch mehr Zeit investiert. Weil bei mir ist es zum Beispiel, ich gehe ja zum Beispiel fürs Kinderhilfswerk. Wir gehen dann auch mal in den Kindergarten und da backen wir Waffeln für Kinder, denen es dann nicht so gut geht. Und da ist dann gar keine Presse dabei. Also ne? Und darauf kommt es dann an. Ich habe einfach festgestellt, dass mir so ein Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kindern zu tun habe und man verteilt Nikoläuse oder man macht so ein Weihnachtsbacken, danach bin ich so glücklich und es tut so gut, weil die Kinder, die strahlen einen so an, da kann ich sagen, dass mir der Mittag mehr gegeben hat, wie wenn ich auf irgendeiner Promi-Veranstaltung bin und gehe danach nach Hause und denke, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Jetzt ist es so, wenn Menschen etwas Gutes tun, dann werden sie häufiger auch als Gutmensch bezeichnet. Das ist ja fast ein Schimpfwort bei manchen. Warum ist das so? Ja, weil der Gutmensch natürlich ein Vorwurf an den anderen ist. Du bist ein Gutmensch, das heißt ja automatisch, ich böser Mensch. Und das werde ich los, indem ich den anderen, den Gutmenschen fragwürdig oder madig mache. Sagt man nicht auch, der Gutmensch tut das nur für sich? Also man wird ja dann so ein bisschen ja, fast beschimpft, dass man das aus eigenen Gründen tut und nicht, um jemand anderem zu helfen. Ja, in gewisser Weise wollen wir uns dazu bekennen, ist das auch so. Man fühlt sich, Saskia fühlt sich vollkommen zu Recht gut, dass sie das gemacht hat. Das gibt ihr einen Schub, das gibt ihr eine Selbstsicherheit auf viele Jahre hinaus. Und das wäre ja ein weiteres Argument dafür, sich das mal zu überlegen, solche mutigen Dinge zu tun, weil da profitiert nicht nur ein anderer Mensch oder andere Menschen davon, da profitiere ich selber auch davon. Ich fühle mich glücklich, ich fühle mich erfüllt von Sinn. Ich finde das schön, was ich gemacht habe. Das sind keine schlimmen Gründe, sondern das tut einem selber und das tut anderen und das tut der Gesellschaft gut. Frau Winkler-Stumpf, Sie haben durch Ihr Engagement sehr viel bewegt, ganz konkret, auch für viele Menschen. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Sie haben selbst Familie, Sie haben zwei Kinder, Sie waren über 30 Jahre Lehrerin, Grundschule. 50. Über 40 Jahre Lehrerin, Grundschule, Hauptschule. Sie haben sich dort auch immer eingesetzt, natürlich für die Kinder. Ansonsten war aber Ehrenamt kein großes Thema für Sie. Dann, August 94, sehen Sie eine Fernsehsendung. Und die hat was aufgerüttelt in Ihnen. Was ist da gewesen? Ja, ich bin eigentlich damals und die ganze Zeit und heute ein ganz normaler Mensch. Also ich würde mich unter die ganz normalen Menschen einreihen wollen. Aber ich habe im August 94 eben Stern TV geschaut und habe vom, der Günther Jauch hat auf dem Bildschirm riesengroße Gesichter gehabt, die total entstellt waren. Also hässlicher geht's gar nicht. Und das hat mich so geschockt, dass ich eigentlich wegschauen wollte. Also ich habe auch weggeschaut. Ich habe den Fernseher, kann man ja Gott sei Dank ausdrücken. Und aber das hat mich dann trotzdem irgendwo so bewegt, dass ich gedacht habe, hoppla, was denn da passiert? An dem Abend dann wirklich? An dem, ja, also noch kurz nachdem der Fernseher aus war. Aber ich habe wieder eingeschaltet und habe geschaut, was da los ist. Und habe erfahren, dass es eben diese Krankheit Noma gibt. Und dass die so wirklich unbekannt ist.
obwohl die Krankheit schon seit dem bei den alten Griechen schon bekannt war. Und ich habe auch noch nie was davon gehört gehabt. Und ich habe erfahren, dass es Kinder sind, die einfach in Ländern leben, in denen also diese Mangelernährung, Unterernährung ist. Und dass dann noch dazu kommt, dass die Kinder ihren Mund nicht aufmachen können. Das habe ich gar nicht verstanden. Wegen dieser Krankheit? Wegen der Krankheit. Und ich habe dann gedacht, nee, also irgendwo, ich war halt auch als Lehrerin so immer, seid mal schön ruhig und hört her. Und war immer froh, wenn meine Kinder also nicht so oft den Mund aufgemacht haben, sondern nur dann, wenn ich es gewollt habe. Dann habe ich gedacht, jetzt kann ich vielleicht was tun, dass ich helfe, dass die Kinder den Mund aufmachen können. Wir haben gerade auch so ein Foto gezeigt. Und ich glaube, es geht vielen so, dass es einem wirklich schwerfällt, da hinzuschauen. Mhm. Sie wollten dann zunächst mal ein Kind rüberholen. Ein Kind, ja. Sollte ein Kind operiert werden. Ja. Es sollte dann bei Ihnen auch in der Familie leben. Wie waren denn da so die Reaktionen in Ihrer Familie? Ja, die Söhne waren damals 20 und 17. Und wir waren in unserer Familie schon sehr offen, um anderen zu helfen. Aber der Vasco, der Jüngere, hat dann gesagt, ja, also er ist da nicht dafür, weil dann kann er nicht mehr essen und der kann die Kinder nicht anschauen, weil er auch sehr sensibel ist, obwohl er das nicht so nach außen getragen hat, war. Aber wir waren ja zu dritt, 3 gegen 1. Und überstimmt. War er überstimmt, ja. Sie haben dann auch in der Schule viele überzeugen können, auch in anderen Schulen viele überzeugen können. Und einige Monate später kam nicht nur ein Kind, sondern 2, um die Operation auch durchführen zu lassen. Einer davon war Binja. Ja. Zu dem haben Sie eine ganz enge Bindung entwickelt. Wie kam das? Wie hat sich das entwickelt? Ja, die hat sich natürlich entwickelt dadurch, dass er das Kind halt war. Zwar der andere auch, der Isjaka, der mitgekommen ist, aber das Kind, das dann in unserer Familie war. Mhm. Und er war wie die anderen beiden Söhne auch. Und er war derjenige, der zu dem Zeitpunkt die meiste Aufmerksamkeit gebraucht hat und auch die meiste Zuwendung. Das haben die anderen 2 ja nicht mehr so gebraucht, zumindest nicht nach außen hin. Und dann war das irgendwo so. Im Grunde genommen war es die Struktur der Hilfe, die am Binja aufgezeigt worden ist. Mhm. Also ich wollte einem Kind helfen, aber ich habe dann gesehen, dass es ganz schlecht ist, oder es ist Hilfe für das eine Kind, aber es verändert nichts. Und ich wollte eigentlich, dass ich habe immer gesagt, ich will die Küche nicht jeden Tag sauber machen, sondern ich will das Strukturen schaffen, dass sie sauber bleibt oder sauber ist immer, und habe versucht, systematisch die Krankheit zu bekämpfen. Deshalb sind Sie dann auch mit den beiden in den Niger gereist. Ja. Gab es da auch noch Erlebnisse? Ich meine, Sie haben gesagt, Sie sind eine ganz normale Frau, was auch immer das jetzt genau ist. Ja, aber doch, ganz, nicht, ganz normal. Sie waren jetzt plötzlich mit diesen beiden Kindern dort. Gab es da auch noch Erlebnisse, die Sie noch mal ganz anders geprägt haben, Erfahrungen? Ja, die haben mich natürlich, oder haben wir mir die Realität gezeigt, die ich ja auch, wie die Kinder bei uns waren, nicht so gesehen habe, wie die Realität in der Wirklichkeit ist. Und das war im Niger. Und der Niger gehört weltweit, es wird immer von den ärmsten Ländern geredet, aber er steht wirklich an letzter Stelle. Und auch schon von der geografischen Lage her ist es bedingt, viele anderen Ursachen natürlich auch. Ich war im Grunde genommen schon sehr betroffen, auch diese Not in dem Land zu sehen. Wunderschönes Land, aber mit unendlich vielen Problemen, sodass man eigentlich gar nicht weiß, wo soll man anfangen. Sie haben angefangen mit der Hilfsaktion NOMA, haben Sie zunächst ein Kinderhaus dort auf die Beine gestellt.
Dann ging es weiter, dann gab es den NOMA-Pavillon im Nationalkrankenhaus, ja. Auch um vor Ort auch helfen zu können. Zu operieren, ja. 2002 dann eine eigene Klinik dazu. Ja. Es gibt ein Ernährungszentrum, es gibt weitere Kinderhäuser. Man muss sagen, eine ganze Menge und erstmal Respekt dafür, was Sie da alles auf die Beine gestellt haben. Ich meine, Sie waren ja am Anfang auch noch Lehrerin. Wie viel Zeit haben Sie da investiert? Ja, alle Zeit, die ich eigentlich erübrigen konnte oder die ich mir erübrigt habe, weil ich schon sehr strukturiert arbeite und mir dann auch die Freiräume schaffe, und ich war halt immer in den Ferien in Afrika. Man muss ja auch Unterstützer gewinnen, man muss ja das Geld auftreiben. Genau. Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert dann auf dieses so intensive Engagement? Ja, ich habe natürlich die volle Unterstützung von der Familie und wirklich auch von meinem Mann, der ja viele, viele Zeit auf mich verzichten muss. Auch die Kinder, die eigenen Kinder, jetzt auch die Enkelkinder. Und ich schon denen ganz dankbar bin, dass sie das mit ermöglicht haben, weil ohne wäre das nicht gegangen. Wenn Sie das sehen, was Sie bewegt haben, lässt sich das irgendwie in Zahlen greifen, wie vielen Sie helfen konnten? Ich vergleiche es inzwischen immer mit der Stadt, aus der ich komme, mit Regensburg. Also die Einwohnerzahl von Regensburg ist die Zahl der Kinder, denen wir inzwischen geholfen haben. Und da muss man aber auch sehen, dass zu den Kindern ja auch die Familien gehören. Wir können nicht die Kinder ernähren und sagen, die anderen kriegen nichts dazu. Also das ist inzwischen riesig. Jetzt sagen Sie aber noch mal, wie viele Einwohner hat Regensburg? Ich glaube, das kann hier nicht jeder. Ich glaube, so um die 150.000. Und es wächst ständig. Wir sind, Regensburg wächst ständig und die Hilfsaktion wächst auch ständig. Wir sind in 10 afrikanischen Ländern und das ist doch schon eine ganze Menge. Absolut. Aber es fehlen noch 37. Und sind Sie denn auch immer wieder noch vor Ort? Ja, ich fahre jetzt am Donnerstag wieder noch mal in den Niger, ja. Und ich war vor einer Woche in Bissau, ja. Ich darf sagen, Sie sind 74 Jahre. Ja, ich werde noch 2 Monate, ja. Noch 2 Monate. Und ich glaube, jeder hier ist sehr beeindruckt davon, was Sie in all den Jahren auf die Beine gestellt haben und immer noch auf die Beine stellen. Und ich danke allen, die mithelfen. Sie haben es schon angedeutet, was ziehen wir selbst daraus, wenn wir etwas auf die Beine stellen, wenn wir etwas bewegen? Ich glaube, Frau Stumpf legt Wert darauf, dass sie selber nicht so viel daraus zieht, sondern wirklich nur für andere da ist. Menschlichkeit, was heißt das eigentlich? Das heißt, dem Menschen gerecht werden. Und Menschen haben Nöte, haben Sorgen, haben Bedürfnisse. Und Frau Stumpf hat sich davon anrühren lassen, weil sie selber Mensch ist, wie wir alle. Und wir wissen, dass wir Sorgen, Ängste und Bedürfnisse haben. Und dann geht es erstmal, das hat sie überwältigt, um einen ganz bestimmten Menschen, ein ganz bestimmtes Gesicht, das uns begegnet und das etwas aufrührt in uns. Und dann gibt es das eigene Bedürfnis, das zu erweitern. Eben nicht nur für einen speziellen Menschen oder zwei oder drei, sondern möglichst viele damit zu erreichen. Das ist letzten Endes Menschlichkeit. Eigentlich was ganz Einfaches. Wir sind Mensch. Nichts Menschliches ist uns fremd. Eine alte Formel bei den Römern. Das gilt bis heute. Wir sind Mensch. Nichts Menschliches ist uns fremd. Und daraus kann ich schließen, was mich bewegt, das bewegt umgekehrt auch andere. Und auf der Basis kommt dann so ein wundervolles Programm zustande. Danke. Gerne. Menschlichkeit, Nächstenliebe, ist das ein Begriff, den man auch auf Tiere anwenden kann? Es ist ungewöhnlich, aber in der Philosophie gab es das bei Kant, auch bei dem berühmten Knigge, dass er sagte, so wie wir mit Tieren umgehen, so gehen wir letzten Endes mit Menschen um.
insofern sind die beiden sehr wohl miteinander verknüpft, ja. Jetzt wird Herr Adam ganz genau zugehört haben, denn die Art, wie wir mit Tieren umgehen, das Tierwohl, das ist das, was Sie antreibt. Aber auch bei Ihnen noch mal ein Stück zurück. Sie haben Medienkulturwissenschaften studiert, wollten Regisseur werden, Kameramann werden, haben auch mal eine Zeit lang in einer Kunsthochschule verbracht, haben dann aber irgendwann gesagt, das alles ist es nicht. Warum war es das nicht? Das hat mir irgendwie nicht gereicht. So, ich habe gemerkt, dass mir da irgendwie was fehlt und habe dann halt nach einem Weg gesucht, irgendwie das, wo ich jetzt schon viel Arbeit auch eben reingesteckt hatte. Ich habe 5 Jahre ungefähr halt irgendwie Filme, Musikvideos gedreht und wollte halt das, was ich mir angeeignet habe, irgendwie für eine gute Sache verwenden und bin dann tatsächlich eher zufällig auf Tiere gekommen und diese Recherchearbeit, die ich jetzt mache, weil das halt ein Bereich ist, wo man genau das können muss. Man muss irgendwie mit Kameras umgehen, man geht in die Anlagen, man fotografiert, was man dort sieht, man muss die Technik kennen. Und dann bin ich einmal mitgefahren mit einem Kollegen, habe da mit angesprochen, der das halt macht. Und ab dem Zeitpunkt war ich tatsächlich 2 Jahre lang jede Woche mit dem unterwegs. Sie wollen Missstände dokumentieren, Sie wollen aufklären und Sie wollen auch Tiere retten. Fangen wir aber mal mit dem ersten an, mit dem Missstände dokumentieren. Wir sehen gleich auch einige Bilder. Was sind Missstände, die Sie vorgefunden haben, die Sie dokumentieren konnten? Also diese Definition von Missstand ist halt auch schwierig, weil das, was wir jetzt auch hier auf den Bildern sehen, das ist kein Missstand eigentlich, zumindest nicht nach dem deutschen Recht, weil das sind Anlagen, die ganz normal nach den deutschen Gesetzen agieren. Das sind jetzt ein Schweinezuchtbetrieb, das ist ein Ferkel, was gerade im Sterben liegt. Das ist eine Kleingruppenhaltung, die gibt es in Deutschland auch noch. Die Tiere sind ausgezehrt, die Tiere werden ja auch nur gehalten, damit sie produzieren, damit sie Nutzen für den Menschen erfüllen. Und das Tier spielt halt da keine Rolle mehr, sondern der Profit spielt da eine Rolle, denn es soll damit Geld verdient werden, indem Menschen das später irgendwann kaufen. Gehen Sie, wie es die Bilder jetzt andeuten, vor allen Dingen so in große Betriebe oder sind Sie auch in Privathaushalten unterwegs? Also unser Verein setzt sich tatsächlich für alle Tiere ein. Also wir haben eine Kampagne Rücksicht rettet Leben, wo wir dazu aufrufen, dass man vorsichtig im Straßenverkehr unterwegs sind. Wir sind bei privaten Missstandshaltungen auch aktiv, jetzt Hunde in Zwingern etc. Aber unser großer Fokus liegt tatsächlich auf der Nutztierhaltung, weil das auch die meisten Tiere in Deutschland tatsächlich betrifft. Und eben ein ganz großer Bereich ist, bei dem auch wir alle ja irgendwie was mit zu tun haben. Weil Ernährung, wenn die Landwirtschaft sagt, Ernährung betrifft uns alle, und Landwirtschaft betrifft uns alle, dann ist das so. Und wir sind auch alle mit dafür verantwortlich, wie diese Lebensmittel eben produziert werden und ob es überhaupt notwendig ist, Tiere unter solchen Bedingungen zu halten. Wenn Sie an diese Aufnahmen kommen wollen, brechen Sie dann da ein im Stall? Also der Landwirt oder wer auch immer sagt, der sagt ja nicht, ja komm her, dreh mal. Wie gehen Sie da vor? Ja, tatsächlich. Solche Bilder versucht die Landwirtschaft eher zu vermeiden, dass die an die Öffentlichkeit kommen. Deswegen, wir brechen nicht in Stelle ein, wir verwenden keine Gewalt, wir machen nichts kaputt, sondern wir gucken, ob wir einen Zugang haben zu den Stellen. Das machen wir nachts. Weil was heißt ein Zugang? Also ob irgendwo eine Tür offen ist? Zum Beispiel eine Tür, eine offene Tür. Mhm. Und tatsächlich, man mag es nicht glauben, aber auch nach, weiß ich, 10 Jahren, wo solche Aufnahmen veröffentlicht werden, gibt es immer noch offene Türen. Und wir machen das meistens nachts, weil wir da einfach in Ruhe arbeiten können, in Ruhe uns halt die gesamte Anlage angucken können, machen diese Aufnahmen und verlassen den Stall dann wieder. Und normalerweise merkt der Landwirt im ersten Moment auch gar nicht, dass wer da war. Also Sie stehlen sich da so rein, haben so eine Kapuze auf oder keine Ahnung und sind dann da auf einmal drin und dokumentieren was. Ja. Also der Landwirt, wenn er Sie da treffen würde, wäre natürlich nicht so erfreut, ne, dass Sie... Davon ist auszugehen, ja. Ja, sind Sie denn mal irgendwann mal zusammengestoßen mit irgendwem oder... Bei einer nächtlichen Recherche ist es zum Glück immer glimpflich ausgegangen, aber das ist auch was, dem wir aus dem Weg gehen wollen, weil der einzelne Landwirt, der kann ja auch selber gar nichts dafür. Der ist auch Teil von einem System, was sich eben so entwickelt hat und wir möchten da auch nicht einen einzelnen Landwirt an den Pranger stellen, sondern eben dieses gesamte System, von dem der Landwirt halt natürlich ein Teil ist. Und deswegen gehen wir da jeder Konfrontation immer aus dem Weg und arbeiten da auch so professionell, wie es eben geht und versuchen, dem aus dem Weg zu gehen. Und funktioniert ganz gut, weil ansonsten wäre sicherlich schon mal was passiert. Wurden Sie schon angezeigt? Ich habe in der Zeit, also ich mache das jetzt seit 6 Jahren ungefähr, und ich habe in der Zeit schon Anzeigen bekommen, vornehmlich wegen Hausfriedensbruch. Tatsächlich ist davon aber bisher zum Glück auch keine durchgekommen. Also ich habe eine weiße Weste, keine Vorstrafen. Aber die Anzeigen gibt es natürlich, ja. Und wenn Sie diese Fotos dann haben, diese Bilder dann haben, der zweite Teil ist ja Aufklärung, was passiert dann damit?
Wir gucken eben, dass natürlich Menschen diese Bilder zu sehen kriegen, weil viele Menschen wissen nicht, wie Fleisch, Milch und Eier tatsächlich produziert werden in unserer Gesellschaft. Und deswegen versuchen wir, diese Bilder halt eben zu zeigen. Und das ist so, dass wir oft mit Journalistinnen und Journalisten zusammenarbeiten, wenn das eben auch was ist, was eventuell ein mediales Interesse hat. Und ich glaube, das ist ein Thema, was ein mediales Interesse hat. Und wir veranstalten aber auch Infostände. Wir haben eine Internetseite, wir veröffentlichen eigene Filme in sozialen Netzwerken beispielsweise und versuchen da so breitflächig, wie es geht, halt natürlich die Aufnahmen zu verbreiten. Was halten Sie von seinem Vorgehen? Also ich finde das sehr gut, sehr löblich. Ich bin auch Tierschützerin und wenn ich solche Bilder sehe, dann bin ich immer unendlich traurig. Denn ich finde, Tiere sind Lebewesen, sie fühlen, das ist nachgewiesen. Sie haben genauso ein Schmerzempfinden, sie können Trauer empfinden und so weiter. Also das weiß man alles. Und das muss einfach viel mehr veröffentlicht werden. Wir Menschen mit unserem Konsum, wir sind schuld. Ja, das ist in erster Linie ganz klar. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Tiere, die der Nahrung dienen, dass die zumindest bis dahin ein einigermaßen schönes Leben haben, beziehungsweise, dass sie mal auf der Wiese stehen dürfen oder dass sie mal das Tageslicht gesehen haben. Das ist für mich, sollte das selbstverständlich sein. Und was da aber alles vertuscht wird auch, und das ist einfach ganz, ganz schlimm. Und ich sage, diese Bilder, die müssen wir alle sehen. Wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen. Und wir müssen uns überlegen, gehen wir noch zum Supermarkt und kaufen das abgepackte Fleisch für 1,99 €. Es ist richtig, was sie machen und was sie tun. Und ich als bekennender Fleischesser, heute sage ich das ganz öffentlich, ich liebe Fleisch und ich esse das gern. Aber man muss den Leuten auch zeigen, dass es das genaue Gegenteil gibt. Zum Beispiel bei mir, wo ich wohne, mein Nachbar hat 5 Gänse, 7 Enten, 5 Hühner. Der Nachbar, der links neben mir wohnt, da ein bisschen weiter oben. Also es gibt in Pottigau, weiß ich nicht wie viele Hühnerhalter. Und da laufen die Hühner frei auf der Wiese. Das, was wir jetzt gerade auf den Bildern gesehen haben, Sie haben jetzt da gesagt, man muss auch das Gute zeigen. Das kann man prozentual tatsächlich eigentlich vernachlässigen, weil 98% der tierischen Lebensmittel, die produziert werden, werden unter genau solchen Bedingungen produziert. Also wir fordern, also quasi was unsere Forderung ist, dass es eine Art von Grundrechten gibt. Und ein Grundrecht ist was jeder Mensch zum Beispiel auf der Welt erstmal hat. So ganz egal, in welchem Land es ist. Jedes Land hat unterschiedliche Gesetze, aber es gibt Grundrechte. Und das schließt unter anderem ein, dass man nicht verletzt wird, dass man nicht getötet wird und auch, dass einem geholfen wird, wenn man in Not ist. Und das ist ein Konzept, was wir auch auf Tiere anwenden könnten, denn gerade, wir müssen das nicht tun. Wir müssen das, was wir Tieren antun, nicht tun. Ganz egal, ob es so ist oder ob die Tiere geschlachtet werden, wenn sie halt nicht mehr profitabel sind, weil sie keine Eier mehr legen. Und das ist was tatsächlich nicht passieren müsste, wenn wir das ändern. Der dritte Teil, neben Dokumentieren, neben Aufklären, ist ja auch, Sie wollen Tiere retten. Andere würden sagen, wahrscheinlich, Sie stehlen diese Tiere. Wir haben ein Beispiel auch mal im Bild da. Wie gehen Sie da vor? Und grundsätzlich laufen solche Aktionen ähnlich ab wie die Recherchen auch. Wir machen das bei Nacht. Wir gucken, welchen Stall, was für einen Platz haben wir für Tiere. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Kaninchenmast. Und naja, wir haben Transportkisten mit dabei und wir nehmen die Tiere mit und bringen die dann eben zu einem Ort, wo sie so leben können und auch für immer so leben können, bis sie irgendwann eines natürlichen Todes sterben, wie sie eben leben wollen. Das sind jetzt noch ein Quarantänebereich. Die Kaninchen sind dann, nachdem sie eine Woche oder 2 Wochen in Quarantäne waren, sind die auf eine grüne Wiese gekommen, haben einen großen Auslauf und können da jetzt einfach leben, ohne die Sorge zu haben, dass sie irgendwann mal getötet werden, einfach nur, weil sie gegessen werden sollen. Sie haben auch mal Enten gerettet aus einer Tiermast. Wie haben die da gelebt? Nur, dass wir uns das vorstellen. Wir haben eben ja ganz kurz Bilder gesehen. Also Entenmastbetriebe haben auch 7.000 bis 14.000 Tiere in so einer Halle. Teilweise stehen mehrere Hallen dann daneben dran. Enten sind Wasservögel, das wissen wir alle, wenn wir in den Park gehen. Und Wasser ist eben so eins der Grundbedürfnisse für Enten. Und in den Anlagen haben die das nicht, weil das auch gar nicht aus Hygienegründen gar nicht so möglich ist, dann was einen Teich reinzubauen oder so. Und die Tiere werden hier nur 43 bis 45 Tage gemästet. Und wir sehen gerade, hier sind die bei Ihnen zu Hause, die haben Sie mitgenommen? Genau, die haben wir gerettet. Das ist jetzt die Badewanne von da, wo ich gelebt habe. Und jetzt sehen wir, wie eben diese Enten reagieren. Die haben noch nie in ihrem Leben Wasser gesehen. Und das Erste, was sie machen, sie zeigen diese ganz natürlichen Triebe, die sie eben haben. Und fangen sofort an, freudig da zu planschen, sich zu putzen. Diese Tiere konnten sich in ihrem gesamten Leben noch nie wirklich putzen, weil sie kein Wasser hatten. Und
Das Wasser hat wirklich gespritzt bis an die Decke. So, ich hatte jede Menge sauber zu machen danach. Aber ich glaube, dass das halt auch ein Beispiel ist, was ganz klar zeigt, dass Tiere eben auch Freude empfinden können, dass wir ihnen das vielleicht nicht nehmen sollten. Wir haben ja gerade die Enten bei Ihnen in der Badewanne gesehen. Nun werden auch wieder Leute sagen, ist auch nicht gerade artgerecht mit Enten. Die Tiere kamen einen Tag später zum schönen Platz, wo sie eine große Wiese hatten und ein Teichen. Richtig. Aber die Frage ist ja auch, wie wählen Sie eigentlich aus? Sie gehen da in so einen großen Betrieb. Wie wählen Sie die Tiere aus, die Sie retten? Sagen Sie, die Süßesten nehmen Sie mit? Sagen Sie, die Kranken nehmen Sie mit? Wie gehen Sie vor? Das ist natürlich eine schreckliche Entscheidung, weil die Aktivistinnen und Aktiven, die halt in diese Stelle reingehen, gehen da ja rein, weil sie sagen, kein Mensch hat das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden, auch nicht bei Tieren. Und dann hat man einen Platz für beispielsweise 10 Hühner und man steht in einer Anlage mit 40.000 Hühnern. Und auf einmal sind die Aktivisten, die sich genau dagegen einsetzen, genau in der Situation zu entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Mhm. Und das ist was man bei so einer Tierbefreiung oder was ich zumindest bei einer Tierbefreiung ausblenden muss, weil ansonsten würde ich daran zerbrechen an dieser Entscheidung. Weil ich genau das tue, zwischen Leben und Tod entscheiden. Und das muss man versuchen auszublenden. Sie haben jetzt auch gerade die Krankentiere angesprochen. Das ist so, dass wir bei uns im Verein, wenn wir auf Recherche sind, halt so eine unausgesprochene Regel haben, dass in dem Moment, wo wir ein Tier anfassen, wir dann auch die Verantwortung für das Tier übernehmen. Das heißt, alle Tiere, die wir anfassen, beispielsweise ist das mal öfter so in Kleingruppenhaltung, ist das mal, dass sich ein Tier in der Stallinrichtung verfängt oder so, das befreien wir natürlich aus dieser Situation und da haben wir dieses Tier in der Hand. Und das setzen wir halt einfach nicht auf den Boden wieder zurück, sondern haben dann Notfalltaschen dabei und die Tiere nehmen wir immer mit. Und wo kommen die Tiere dann hin? Die, muss man auch ganz klar sagen, die eigentliche Arbeit bei so einer Tierbefreiung haben die Höfe und die Menschen, die sich danach um die Tiere kümmern, weil die sich dann ja teilweise viele Jahre um die Tiere kümmern. Das sind einerseits Privatpersonen, die einfach einen Garten haben, wo man eben einen Hühnerstall hingebaut hat, wo ein paar Hühner leben können. Es gibt aber auch Höfe, die sich Lebenshöfe oder Gnadenhöfe nennen, die eben auch vielen Tieren so ein Zuhause bieten können und auch viel zur Aufklärungsarbeit mit beitragen. Weil wir müssen eben auch wieder verstehen und sehen, was die Bedürfnisse von Schweinen sind. Dass Schweine eine Sohle brauchen, dass Schweine buddeln wollen, dass Schweine auch schnell rennen können. Das wissen wir ja alles gar nicht, wenn wir nur die Bilder aus den Ställen hätten. Und das muss eben auch gezeigt werden. Man merkt, wie tief Sie da drin stecken, finde ich, dass das auch was sehr Persönliches ist. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu den Enten aus Ihrer Badewanne? Die Aktion ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Ich weiß, dass tatsächlich leider von den Enten, glaube ich, nur noch eine lebt. Wie gesagt, das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her. Tatsächlich machen wir sehr viele der Aktionen. Ich versuche aber, so oft es geht, tatsächlich auch den Kontakt zu den Tieren dann wieder zu suchen. Und ich freue mich auch immer dann zu sehen oder wenn ich mal übers Handy ein Foto von denen kriege, wie sie gerade planschen oder so. Da freue ich mich immer, ja. Schön, dass Sie da sind. Frau Meißner, Sie wollen auch etwas bewegen. Sie wollen auch auf Dinge aufmerksam machen. Das verbindet Sie mit Herrn Adam. Sie gehen, auch wenn man schwierig Einzelne vergleichen kann, aber auch sehr große Risiken dafür ein. Wann waren Sie zum ersten Mal als Fotografin in einem Kriegsgebiet, in einem Krisengebiet? Das war 1986 und als ich im Graben lag und die Bomben fielen, dachte ich, was suche ich eigentlich hier, das mache ich nie wieder. Also das habe ich mir so geschworen und habe geweint und dachte auch, mein Leben ist vorbei, also die Erde bebt, ich hatte das erste Mal richtig Angst. Und dann läuft man kilometerweit zurück und sieht nur zerstörte Häuser. Und Menschen, die nicht mehr weinen können, weil sie keine Kraft mehr dazu haben. Oder jemand guckt einen an und dann weiß man, dass man es wieder tut, dass man wieder hingeht. In welche Gebiete reisen Sie? Also in den letzten 25 Jahren war ich in allen Kriegsgebieten der Welt, außer Russland. Und wenn man überlegt, zurzeit gibt es so viele Kriege wie nie zuvor. Also eigentlich sollte man ja denken, der Mensch lernt dazu. Aber es gibt auf der Welt so viele Waffen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Afghanistan sieht, die 3 Generationen, 35 Jahre Krieg, wenn man die Menschen hört auf dem Land, die hungern, die wollen alle keinen Krieg. Und trotzdem geht es weiter und immer weiter und es hört nicht auf. Und deswegen muss es Menschen geben, die solche Bilder machen, Bilder, die ich mache, die Menschen berühren. Ich mache ja keine Bilder, wo man wegguckt. Das wäre ja
schlimm, weil dann bewege ich ja nichts. Wenn jemand beide Arme abgehackt hat. Machen wir das Beispiel mal. Sie waren in Sierra Leone und dort gab es Frauen und Kinder. Und das kann man, ist ja schon unerträglich, wenn man das ausspricht, denen Arme und Beine abgehackt wurden. Wo haben Sie diese Opfer überhaupt getroffen? Das war in einem Flüchtlingslager. Das war ganz primitiv. Es hat keine Hilfsorganisation zu dem Zeitpunkt in dem Lager gearbeitet. Und wenn man keine Arme hat, ist das so entwürdigend. Keine Prothese, um sich vielleicht zu waschen oder auf die Toilette zu gehen. Also in diesem wirklich erbärmlichen Zustand habe ich die Leute angetroffen. Und natürlich wollte ich sofort Bilder machen von Kindern, von Frauen, von Männern. Und die wollten das nicht. Die sagten, nö, ich muss ja erst mal alles mir anhören, was die zu sagen hatten. Und dann durfte ich am nächsten Tag wiederkommen und Bilder machen. Und wenn ich meine Kamera vor mir habe, habe ich ja immer eine gewisse Distanz. Ich kann alles durch die Kamera sehen und versuche dann Bilder so einzufangen, dass andere das auch sehen können. Und dann habe ich Glück, wenn jemand länger als 2 Sekunden drauf guckt. Was können Bilder, nehmen wir dieses Beispiel, was können diese Bilder dann bewirken? Nun, also in Sierra Leone war es so, dass eine Hilfsorganisation, also Handicap International, die haben sich dafür interessiert und haben eine große Spendenaktion gemacht. Es kam sehr viel Geld zusammen und die haben jahrelang Prothesen immer wieder neu in dem Lager gearbeitet. Und später haben sie den wenigen Menschen, die in dem Krieg eben dann überlebt haben, Häuser gebaut und die werden heute noch versorgt. Und das ist großartig und da bin ich auch sehr stolz drauf, denn bleiben wir aber bei dem Opfer. Sie haben gerade gesagt, es dauert dann manchmal einen Tag. Sie sind da, Sie hören sich die Geschichten an. Was brauchen Sie, um auch Vertrauen aufzubauen? Denn letztendlich müssen Ihnen diese Menschen ja vertrauen. Ja, natürlich. Also manchmal muss ich ja mit Händen und Füßen reden, weil nicht alle sprechen Englisch und geschweige denn Deutsch. Aber es ist so, dass man auch mit einem Blick oder einer Berührung sehr viel bewirken kann. Und wenn ich dann einen Übersetzer habe und ich muss mir das anhören, ist das für mich wirklich kaum auszuhalten. Ich kann die Fotos machen, aber das dann anhören. Aber ich muss mir das anhören, weil ich bin ja ein Hoffnungsträger. Ich komme im Krieg, wenn der Krieg noch nicht so lange anhält, kommen die Journalisten mit ganz viel Hoffnung für die Menschen, die im Krieg versuchen zu überleben. Die denken, jetzt wird's anders. Und deswegen ist das nicht auch eine Bürde? Ja, natürlich. Sie kommen wieder hin und es hat sich nichts geändert. Und immer wieder kriegt man die Frage, wann ist denn der Krieg zu Ende? Du hast doch gesagt, das dauert höchstens noch Monate. Alleine in Europa, in Bosnien 4 Jahre, in Afrika, in Afghanistan, kein Ende in Sicht. Sie haben Afghanistan angesprochen. Dort haben Sie Frauen getroffen mit Verbrennungen, wie wir uns das nicht vorstellen können. Ja. Wo haben Sie die getroffen? Wo sind Sie denen begegnet? Das war in Herat im Krankenhaus. Und da gab es eine Station nur mit Frauen, die sich teilweise mit Kerosin übergossen haben und selbst angezündet haben, und andere Frauen, die angezündet wurden vom Ehemann, weil er vielleicht eine andere Frau wollte oder nicht zufrieden mit ihr war. Und wenn man dann diese Frauen in einem Raum sieht und dieses schwache Jammern, dann der Fleischgeruch von Menschen, das kann man nicht aushalten. Ich bin dann erst mal auf die Terrasse gegangen und habe mich versucht zu verstecken und habe mich auch geschämt, weil ich bin ja hier, um Fotos zu machen. Und dann kam eine Afghanin auf mich zu und die legte so die Hand auf meine Schulter
Und dachte ich, ja, ich bin hier und ich mache jetzt diese Fotos. Und dann bin ich rein und habe fotografiert und habe mir verschiedene Geschichten angehört, die auch nicht auszuhalten waren. Und können Sie dann da gleich drüber reden oder tragen Sie das dann erstmal mit sich? Natürlich kann man erst nicht darüber reden. Also man trägt das mit sich, macht das mit sich aus und man muss ja wieder weiter funktionieren. Und deswegen, der nächste Tag wird vielleicht nicht besser. Also Sie sagen auf der einen Seite, ja, es gibt Situationen, da habe ich durch die Kamera Abstand. Ja. Man merkt aber auch, dass Sie das ja als Mensch mit sich tragen, was Sie dort erlebt haben. Wenn Sie dann zum Beispiel wieder in Deutschland sind, wie kriegen Sie Abstand so zu diesen Bildern? Sie sagen ja, den Menschen kann man gar nicht alle Bilder zumuten, aber Sie haben sie ja gesehen. Sie waren ja vor Ort. Wie machen Sie das mit sich aus? Überhaupt mit sich ins Reine also, wieder zu bekommen? Ich war immer so dankbar, dass ich zwischendurch andere Sachen machen konnte. Mhm. Und ich bin ja privilegiert. Ich kann das Land verlassen und kann. Ich habe nach dieser Sierra Leone-Reise war ich in Süditalien unterwegs, auf einer Insel, und dachte dann, mein Gott, sowas gibt es auch noch. Da denkt keiner an Krieg, sondern da reden die über den Fischfang oder die Kapernernte. Und das war dann immer so erfrischend. Und dann habe ich alles vergessen für einen Moment oder für wenige Tage. Und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich auch Kraft, wieder weiter dran zu arbeiten oder an einer neuen Geschichte zu arbeiten. Aber es braucht immer sehr viel Kraft, weil Glück verkauft sich einfach besser. Aber es trägt Sie die Hoffnung, dass es so jemanden gibt wie die Frau Winkler-Stumpf, die ein Foto sieht und die dann handelt, die dann sich motiviert fühlt, auch was zu bewegen? Ist es das auch? Ja, natürlich bin ich jemand, der was verändern will. Sonst würde ich doch gar nicht hingehen. Mhm. Ich würde das alles doch gar nicht auf mich nehmen, wenn ich nicht denken würde, ich habe Erfolg damit. Ich verändere etwas. Menschen können nicht mehr sagen, ach, was da in Sierra Leone, Händeabhacker, das wussten wir gar nicht. Jetzt wissen sie es, jetzt können sie was tun. Und natürlich ist das immer etwas auch Interessantes zu sehen, was in der Welt passiert. Und das dann einzufangen, zu transportieren und andere damit oder dafür zu interessieren. Sie wurden auch mal entführt. Sie riskieren immer wieder ihr Leben. Diese Entführung ging zwar glimpflich aus, aber hätte auch anders ausgehen können, oder? Naja, wenn Sie in eine Hütte eingesperrt werden und ein Eisenriegel geht hoch und Sie registrieren, jetzt sind Sie eingesperrt, jetzt kommen Sie da nicht mehr raus. Und drei Bewaffnete, auch noch vielleicht ein bisschen high, sitzen vor Ihnen und Sie können erstmal gar nicht viel sagen, dann denkt man, das ist jetzt erstmal alles vorbei. Aber ich habe mich selbst freigekauft. Sie haben sich selbst freigekauft. Ich bin auf eine Idee gekommen, die hat mein Leben gerettet. Und es ist so, ich habe mit vielen mal darüber geredet. Man überlegt ja wirklich nur, wie komme ich hier raus? Was kann ich tun? Wie kann ich den überzeugen, dass der mich hier rauslässt? Ja? Die wollten Geld. Die hätten mich vielleicht auch umgebracht und vergewaltigt, aber erstmal wollten sie Geld. Und ich habe ihnen klar gemacht, ich habe hier kein Geld. Ihr müsst mich ins nächste Dorf bringen, da habe ich das Geld. Wie viel wollt ihr? Hab noch gehandelt. Und dann haben die überlegt, wenn wir die jetzt hier umbringen, bringt und die hat nichts. Recht, hat kein Geld. Also wir bringen sie in das Dorf und dann können wir immer noch sehen, was wir machen. Und das war meine Rettung. Sie riskieren da ihr Leben. Was sagen eigentlich die Leute zu Hause dazu? Also Eltern, Familie, wie reagieren die darauf? Ach, eigentlich wollen meine Eltern, die sind selbst Flüchtlinge aus Ostpreußen und Schlesien, die wollten nie darüber reden und haben auch meine Bücher nicht gelesen. Also da bin ich die Ursula, die sie kennen. Und das andere. Fragen die denn, Mensch, musst du denn da immer wieder hinfahren? Kannst du nicht irgendwo auch ein Buch über Glück machen? Ja. Kommt sowas nicht auch? Ja, natürlich sagen die das auch. Ja, oder Hochzeiten fotografieren wäre auch eine Alternative. Ja. Es gibt viele Alternativen, aber
Ich glaube, dass das niemand so wirklich versteht, der den Job gemacht hat. Weil es gibt einem auch sehr viel, wenn man Erfolg hat. Wenn ich keinen Erfolg hätte damit, würde ich es ja nicht tun. Und ich kriege ja ganz viel zurück. Auch wenn ich manchmal Prügel einstecken muss und es hat sich nichts verändert. Aber trotzdem, die Menschen, die mich sehen und hoffen, denen gebe ich ja sehr viel. Sie selbst setzen sich für Menschen ein, geben denen Hoffnung. Sie setzen sich auch für Kinder ein. Sie selbst haben keine Kinder. War dafür einfach auch kein Platz im Leben bei all dem? Dann hätte ich den Beruf ja nicht machen können. Mhm. Ich denke, das wäre so egoistisch gewesen. Ist das ein Preis, den Sie zahlen? Also ich weiß ja, nicht jeder will Mutter werden oder nicht. Ja, natürlich. Ich hatte ja immer sehr viele Kinder vor meinen Kameras und manchmal Hunderte um mich herum. Aber natürlich war das ein Preis. Aber ich liebe ja auch meinen Beruf. Und dafür wurde ich auch, das ist vielleicht für mich jetzt ein Ersatz, weil ich würde das ja alles wieder tun. Mhm. Ich würde ja, ich meine, 25 Jahre immer zu reisen, immer unterwegs zu sein und das einzustecken, ist schon schwer, aber es hat mich geprägt. Und dafür bin ich auch dankbar. Wir hoffen einfach, dass Sie an die Ziele kommen, ja, zu denen Sie reisen wollen, dass Sie die Ziele auch erreichen, die Sie sich setzen, um was für Menschen zu bewegen und dass es Ihnen dabei immer noch gut geht und Sie immer heil rauskommen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Vielen Dank. Wenn man das so hört, warum brauchen wir denn Menschlichkeit? Warum brauchen wir denn Nächstenliebe? Wir könnten ja auch sagen, wenn jeder für sich sorgt, dann ist doch auch für alle gesorgt. Scheint nicht gut zu gehen. Kann ja jeder ausprobieren, ob er ganz allein durchs Leben kommt. Jeder, der auch nur ein bisschen Lebensweg hinter sich gebracht hat und zurückblickt, wird sagen, da hat mir jemand geholfen, da ist mir jemand beigestanden, da hat mir jemand eine Chance gegeben. Wir sind allein vollkommen verloren. Und habe immer wieder Diskussionen mit meiner Frau darüber, gibt es Fortschritt in der Menschheit über Jahrhunderte und Jahrtausende gesehen? Und ich glaube, ein Argument können wir finden dafür, dass es Fortschritt gibt. Denn wenn nicht das Gute ein kleines bisschen überwiegen würde, sagen wir mal 50% plus ein bisschen was, gäbe es die Menschheit nicht mehr. Dann hätten wir uns längst gegenseitig ermordet, ausgelöscht. Denn wenn es nur noch um die eigenen Interessen geht, dann schreckt letztens ja einer vor nichts mehr zurück. Und dann leiden wir alle und dann geht die Menschheit vor die Hunde. Bevor wir zu Herrn Sell kommen und dem, was Sie erlebt haben, in den letzten Jahren. Wir sind im Moment in der Vorweihnachtszeit. Wenn wir über Menschlichkeit und Nächstenliebe reden, haben diese Begriffe nur kommerziell sozusagen Konjunktur oder ist das eine Zeit, in der wir auch wirklich spüren, was wichtig ist im Leben, mehr als sonst? Und zu wieder ein Nadelstich. Und da ist die kalte Jahreszeit, ich glaube nicht zwingend, dass das mit Weihnachten zu tun hat, sondern mit der kalten Jahreszeit. Da wird auch Paaren bewusster, was es für einen Vorteil hat, sich gelegentlich zu umarmen. Also was menschliche Wärme uns bedeutet. Und in der Zeit kommen wir dann eben auf den Gedanken, die Umarmung zwischen Zweien, die können wir auch noch ein bisschen ausdehnen und können an andere Menschen denken und anderen Menschen beistehen. Und sei es nur durch die Spende. Zu keinem Zeitpunkt im Jahr fließen die Spenden so reichlich wie im Dezember. Hätten wir den Dezember nicht, wäre ja schlimm. Herr Sell, Sie sind Bürgermeister eines Dorfes, Potiga. Das ist ein 400-Seelendorf. Wie würden Sie den... Bitte? 411, Entschuldigung. 411? Wie konnte ich da... Normalerweise haben wir 4. Entschuldigung. 411. Also rein statistisch, Entschuldigung, haben wir 412, aber ich bin heute nicht da, also sind es noch 411. 411, aber Sie wissen aber, die 411 sind zu Hause. Die sind definitiv daheim. Okay, sie sind vorhanden. Wie würden Sie den Zusammenhalt in diesem Dorf beschreiben? Ja, also ich würde mich mal dazu zu versteigen, den Zusammenhalt etwas besser einzuschätzen, als er zum Beispiel in einer großen Stadt ist.
Also jeder kennt sich, jeder hilft sich so nach dem? Ich meine, dieses jeder kennt sich, jeder grüßt sich, jeder kennt den anderen oder weiß, kennt von dem anderen irgendwas, hat er immer zwei Seiten. Eine positive und eine negative. Man wird auch immer kontrolliert. Klar. Und wobei die positive Seite auf den Zusammenhalt hier sich sehr gut auswirkt. Ich meine, was ich persönlich heute von hier mitnehme, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich meine, es gibt immer unterschiedliche Meinungen und Ansehensweisen. Aber Nächstenliebe ist ganz wichtig und nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Und uns verbindet alle so ein bisschen Nächstenliebe. Und das finde ich wunderschön, wirklich wunderschön. Also es hat sich für mich echt gelohnt, dass ich hergekommen bin. Vor vier Jahren in der Vorweihnachtszeit ist in Ihrem Dorf etwas passiert, was sicherlich die ganze Dorfgemeinschaft erschüttert hat. Es gab ein Ehepaar, das ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Dieses Ehepaar hatte gemeinsam 9 Kinder. Mhm. Wie haben Sie von diesem Unglück erfahren? Ja, also das war der Tag vor dem sogenannten Adventsfest, den wir bei uns machen. Da ist Pyramiden anschieben und da helfen natürlich alle irgendwie ein bisschen mit. Und die Frau Kipsch sollte auch eine kleine Aufgabe beim Glühwein ausschenken, glaube ich, mit übernehmen. Und hat sie auch zugesagt natürlich. Und das war der 29. November und ich habe abends um, weiß ich nicht, 6:30 habe ich das erfahren, einen Telefonanruf gekriegt und da ist was ganz schlimmer Unfall passiert und die beiden sind tot. Und unverschuldet, glaube ich auch. Und völlig, vollkommen, absolut, total unverschuldet. Das ist natürlich, da stockt man erst mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dann sind Sie dann dorthin zur Familie, als Sie das? Ja, ich bin am dem gleichen Abend hin und habe mit der Romy erstmal mein Beileid ausgesprochen. Und Romy, die Schwester? Die Schwester von Frau Kipsch. Und ich meine, da war mir das noch gar nicht so richtig klar, selber, was da alles zu tun ist oder was da alles zu machen ist. Mir war erstmal wichtig, dass sie sieht, dass sie merkt, es ist jemand da. Da ist überhaupt jemand. Genau. Ich meine, das muss man sich wirklich vorstellen. Auf einmal sind die Eltern nicht da, 9 Kinder allein. Sie sind dann ja sicherlich irgendwann nach Hause gegangen. Wie hat das weitergearbeitet? Was haben Sie unternommen? Also am nächsten Tag war ja dieses sogenannte Adventsfest, hat stattgefunden. Und ich habe mich da unterhalten mit jemand an irgendeinem, ich glaube, Honigstand war es oder so. Und da ist mir auf einmal die Erkenntnis gekommen, natürlich war das Gesprächsthema Nummer 1, weil man kennt sich ja, ist ja logisch. Und da habe ich dann für mich selber ist die Erkenntnis gekommen, da musst du einfach was machen. Da kannst du nicht einfach so da rumsitzen. Und was haben Sie gemacht? Ja, am nächsten Tag, also das war der Samstag dieses Adventses, und am Sonntag habe ich eine Rundmail geschrieben. Ich habe als Bürgermeister eine Rundmail installiert mit E-Mail-Adressen, das ist ganz einfach. An alle 411? An alle 112, okay. Adressen. Mhm. 180 Haushalte haben wir, circa. Und ja, später habe ich dann erfahren, dass dieses, und natürlich auch weggeschickt, dass diese Mail am gleichen Abend in Hannover, in Dortmund, ich weiß nicht wo, gelesen wurde. Und so kam das alles irgendwie ins Rollen. Und dann am nächsten Tag, also das war der Montag, habe ich dann die Presse, also die Lokalpresse, die Ostthüringer Zeitung, kontaktiert. Und dann haben die einen Beitrag geschrieben und so hat sich das alles irgendwie entwickelt. Und wenn Sie die Resonanz beschreiben würden, was kam dann da, auch Greifbares? Unglaublich. Mhm. Wirklich unglaublich. Und ich glaube an das Gute. Ich bin überzeugt vom Guten. Nicht ich glaube dran, ich bin überzeugt. Und
Es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man Rädchen eines kleinen, guten Getriebes ist. Und Menschen zeigen kann, dass man was bewegen kann, dass man was verändern kann, dass man was tun kann. Und, sind Sie dann an Weihnachten auch dorthin? Natürlich mit meinem Stellvertreter, weil ich sie nicht alleine tragen konnte. Dann haben wir uns zu zweit Weihnachtsmann gespielt. Also nicht gespielt, wir haben einfach die Geschenke dahin und haben, also soweit man das kann, ein kleines Stückchen Weihnachtsatmosphäre gebracht. Hatten Sie den Eindruck, dass das für die Kinder und auch für die Schwester, die ja noch da war, auch wichtig war zu sehen, da denken ganz viele jetzt gerade an uns? Ja, klar. Jetzt ist das eine, diese spontane Hilfe. Man hört von so einer Situation, viele Menschen reagieren impulsiv und spenden dann und tun was. Aber die Frage ist ja, was passiert denn langfristig? Was passiert denn in den Monaten darauf? Sie wollten ja auch mittel- und langfristig was anschieben, haben eine Kommission gegründet. Mit welcher Aufgabe? Was wollten Sie da bewegen? Also ich meine, die erste kurzfristige Hilfe ist sicherlich wichtig und notwendig, aber man muss natürlich auch einen Plan haben, wie geht es weiter, was soll da überhaupt weiter passieren. Und um diesen Plan zu haben, muss man analysieren, wie ist der Stand jetzt. Es gibt viele, oder beziehungsweise das Jugendamt, ich meine, ich kann die auch verstehen, dass das Jugendamt der Auffassung war, dass die kleinen Kinder eben getrennt werden sollten, vielleicht. Also die Geschwister sollten auseinandergerissen werden? Ja, aber für mich war das überhaupt keine Option, weil ich finde, wenn so ein Unfall passiert, dann ist das überhaupt das Schrecklichste, was überhaupt jemandem passieren kann. Und dann noch die Familie, den kleinsten Kern, ich sag mal jetzt bewusst, Kern, Atom, auseinanderzureißen, es geht überhaupt nicht. Also ist meine Auffassung. Und damit habe ich mich höflich, aber bestimmt durchgesetzt. Das Haus war baufällig. Das heißt, die Kinder konnten dort nicht weiterleben. Auch dort musste eine Lösung gefunden werden. Wie sieht die aus oder wie sah die aus? Ja, ich habe mich erstmal konzentriert auf eben Spenden sammeln, alle möglichen Pressetermine und sonstigen Termine wahrgenommen und immer wieder die Geschichte erzählt und in unterschiedlichen Foren aufgetreten. Und am Ende ist es so, dass jetzt ein neues Haus steht und nächste Woche die Küche eingebaut wird, am 12. Aber nicht alleine mein Verdienst, also ich bin nur ein Teil dieses Gutgetriebes. Das heißt aber, Weihnachten einziehen ist das Ziel? Es ist natürlich ein Ziel, aber ob es halt machbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Sie haben gesagt, Sie sind es nicht nur alleine, es ist ein Getriebe. Sie haben stellvertretend, wenn man so will, den Bambi bekommen für das Engagement. Auch dafür erst noch mal Gratulation, jetzt alles gut. Sie wiegeln schon ab. Wie Sie das, ich glaube, Sie wollen das so an sich persönlich gar nicht ranlassen, oder? Wenn Sie schon wieder so sagen, nee. Oder was bedeutet Ihnen dieser Preis, dieser Auszeichnung? Ja, ich meine, es ist schon ein Riesengefühl, wenn man da steht und kriegt so ein Bambi und sieht auch ganz nett aus. Genau. Sieht nicht ganz schlecht aus. Und ich meine, der Saal ist brechend voll. Und es gibt, ich meine, ich schaue wirklich nicht wenig Fernsehen, weil ich, nicht viel Fernsehen, weil ich überhaupt keine Zeit dazu habe. Aber Filme gucke ich mir schon teilweise an. Oder die Frau Halm, ich kannte die schon vorher. Ja, immerhin. Arnold Schwarzenegger war da, ne? Und also der Saal war schon gefüllt mit prominenten Personen und auch die Leute, die mir das dann überreicht haben. Also es ist schon, wenn ich jetzt sagen würde, es ist ein schlechtes Gefühl, würde ich lügen und lügen, tue ich nicht. Ja. Nee.
Wo hat denn, wo steht er denn jetzt? Also wir haben ja 2013 begonnen, im gleichen Jahr in der Gemeinde in Pottigar ein Gebäude umzubauen, das baufällig war, aber im Ortskern gelegen ist. Und da haben wir, ist eine ganz abenteuerliche Geschichte, aber lasse ich jetzt aus wegen der Zeit. Da haben wir jetzt jedenfalls eine Baunische entdeckt im Innengebäude. Und in diese Nische, die ist so ausgebaut, mit so einer halbrunden Glastür versehen. Und da steht der Bambi drin und der hat einen wunderschönen Platz da drin. Und ich habe ja auch, glaube ich, da, wo ich ihn gekriegt habe, gesagt, das mache ich ja nicht für mich, sondern für alle Leute, die was Gutes tun. Für sie, für jeden, der was Gutes tut. Ich persönlich fühle mich, ja, als Teil dessen, was man eben machen kann. Und es gibt viele und das macht mich stolz und das macht mich froh. Das macht mich glücklich, dass ich in einer Gesellschaft leben kann, wo eben solche Werte was gelten, wo es alle Menschen irgendwie berührt. Wie geht's den Kindern? Ja, ich meine, man muss einfach sagen, wenn die Eltern, also das wird nie ersetzbar sein. Aber ein Stück weit Normalität, sage ich mal, hat man zurück erkämpft können. Und ich glaube, ein Stück Normalität ist mehr, als man erwarten kann nach dem, was da passiert ist. Und dass alle Rädchen zusammengearbeitet haben und ineinander gegriffen haben und dass sie ein Teil davon waren, kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug bewerten. Ja, sind wir wieder dabei. Jeder kann seinen Teil leisten in seinem kleinen Bereich, in einem Teil des Rädchens oder als großes Rad. Es bleibt uns nichts anderes. Wir können natürlich immer darauf hoffen, dass irgendwo von oben runter ein ganzes System mit einer Handbewegung verändert wird. Da können wir aber lange warten. Außerdem sind wir Teil auch dieses Systems. Jedenfalls in einer Demokratie wird eine Regierung gewählt. Und wir können zur Wahl gehen. Ich glaube, mittlerweile haben das auch sehr viele verstanden. Das ist nicht gleichgültig, zur Wahl zu gehen oder nicht, sondern dadurch werden politische Verhältnisse und Institutionen verändert. Aber das ist nur der eine Teil. Und der andere Teil sind wir, die wir von unten an der jeweiligen Stelle sehr viel machen können. So findet Gesellschaftsveränderung statt. Und einige dieser Beispiele, die wir jetzt gehört haben, die sind so ermutigend, dass das, glaube ich, viele Menschen jetzt wieder auf den Gedanken bringt, ja, es ist schöner, in einer Gesellschaft zu leben, in der es eine gewisse menschliche Wärme gibt. Das muss nicht überschwänglich betrachtet werden, aber eine gewisse menschliche Wärme, sodass wir die Anonymität und die Funktionalität, die eine moderne Gesellschaft nun mal bestimmt, ein wenig zurückdrängen können. Müssen jetzt diejenigen, die nicht im Ausland Kinder retten, die sich vielleicht auch nicht trauen würden, einzugreifen, müssen die sich jetzt schlecht fühlen? Nö. Menschlichkeit beginnt, möchte ich mal sagen, mit Freundlichkeit. Auch für mich ist das immer wieder ein Anstoß, wenn ich sehe, wie Menschen dastehen in meinem Kiez und können sich momentan nicht orientieren, weil sie von ganz anderswo herkommen. Ich kann auf diese Menschen zugehen, denn ich habe das auch anderswo erlebt. Wenn ich fremd bin, dass Menschen mir zur Seite stehen, dann kann ich das auch anderen bieten. Auf so einer ganz einfachen, bescheidenen Ebene beginnt das. Oder an der Supermarktkasse, die berühmte Szene, es fehlen jemandem 3 Cent oder 25 Cent. Da findet sich übrigens immer jemand, der das parat hat. Und 10 andere gehen achtlos dran vorbei, aber auf die kommt es nicht an. Es kommt auf den einen an. Und der kann ich sein. Mit gutem Beispiel voran, von Menschlichkeit und Nächstenliebe. Danke an unsere Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche, passend dann
zur Vorweihnachtszeit mit dem Thema die bucklige Verwandtschaft. Alle Jahre wieder. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.